Auf dem Weg zum Bauen des eigentlichen Indexes machen wir jetzt so einen kleinen Exkurs und schauen uns mal an, wie man eigentlich aus Textdokumenten dann die Indexterme rausbekommt und was man vielleicht während so einer Textanalysephase noch alles Interessantes machen kann. Wir hatten ja auch schon gesehen, dass man im Prinzip andere Features noch mit repräsentieren möchte, also beispielsweise sowas wie Links in den Dokumenten, die Linkstruktur vielleicht irgendwie ausnutzen. Durch sowas wie PageRank oder so hatten wir, denke ich, mal angesprochen oder Hits, um festzustellen, welche Dokumente denn tatsächlich die wichtigeren sind, mehr Autorität ausstrahlen oder auch sowas wie Informationsextraktion zum Finden von Named Entities oder so. Das wird so in diesem kleinen Exkurs jetzt stattfinden, wo wir uns im Prinzip auf dem Weg zum Erstellen des Indexes erstmal anschauen, wie man an die Indexterme rankommt. Und ja, der Teil heißt erstmal Textanalyse. Im ersten Teil, wenn wir uns ein bisschen mit Statistiken zu Texten beschäftigen, dann uns anschauen, wie man quasi Dokumente parst, um dann Token vielleicht rauszubekommen und wie man mit Hilfe von Informationsextraktionstools aus diesen Token dann vielleicht Spezialinformationen noch gewinnt, also sowas wie Named Entities oder so. Und am Ende nochmal einen kleinen Exkurs zur Linkanalyse, die immer dann nützlich ist, wenn man verlinkte Dokumente hat, also irgendwie eine Struktur, wo beispielsweise Hyperlinks von einem auf das andere Dokument zeigen und dann gegebenenfalls eine Hilfestellung bieten, um festzustellen, welche Dokumente denn von besonders wichtigen Dokumenten verlinkt werden. Die sind dann vielleicht auch selber wichtiger. Fangen wir aber an mit so einem ja, kleinen Exkurs in den Bereich der Textstatistik und wir wollen so Fragen klären wie, wie viele Wörter gibt es denn eigentlich? Okay, immer bezogen für eine auf eine Kollektion, die ich vielleicht indizieren möchte, soll ja was mit dem Indizieren zu haben, oder wie oft kommt denn jedes Wort vor? Kann man das irgendwie so ein bisschen abschätzen? Was gibt es da für Zusammenhänge? Wie viele Dokumente kann man denn für eine bestimmte Anfrage überhaupt finden? Kann man das vielleicht ein bisschen abschätzen? Und für Suchmaschinen, die man nicht selber kontrolliert, die Frage, wie viel haben die denn eigentlich? Also wenn man jetzt den neuen Google-Wettbewerber oder sowas bauen möchte, stellt man sich vielleicht die Frage, haben wir überhaupt so viel indiziert, wie Google indiziert hat? Wie kriegt man das raus, wenn man jetzt nur die öffentlichen Schnittstellen vielleicht benutzen darf? Das ist so ein kleiner Einschub, der erstmal hilft, so ein bisschen Verständnis zu Zusammenhängen in Texten zu bekommen. Das allererste, was wir uns anschauen werden, ist so eine Art heuristischer Zusammenhang, der sagt, wie ist denn das mit dem Vokabular? Hat man irgendwann alles gesehen? Hat man irgendwann alle Wörter gesehen? Und dazu gibt es die sogenannte Heaps Law. Von einem Herrn Heaps sozusagen das erste Mal gefunden, postuliert. Und die sagt im Prinzip, Vokabular einer Kollektion wird größer, je größer die Kollektion ist. Also die Anzahl der verschiedenen Wörter in einer Kollektion nimmt zu, wenn die Kollektion größer wird. Und er hat es auch gesagt, wie man es modelliert, nämlich mit dieser Zusammenhangsformel hier, die Vokabulargröße, also Kardinalität der Menge V der verschiedenen Wörter in einer Kollektion hängt von der Anzahl der Wörter überhaupt in der Kollektion ab, also mit Mehrfachzählen, also wie lang ist die Kollektion in Wörtern, wenn ich einfach für jedes Dokument sage, das hier hat 137 Wörter, das hier hat 385.000 Wörter, wenn ich das alles zusammen addiere, dann komme ich auf die Länge der Kollektion in Wörtern, dieses n. Und man braucht noch zwei Parameter, k und beta, die kollektionsabhängig sind, aber wenn man die kennt, also wenn man die gut bestimmen kann, kriegt man diesen Zusammenhang hier als so eine Art polynomiellen Zusammenhang hin. Man hat einen multiplikativen Parameter vor der eigentlichen Kollektionslänge in Wörtern und einen Exponenten, also diesen Beta-Parameter, der an der ja, Kollektionsgröße als Exponent dranhängt. Also wie gesagt, Anzahl der verschiedenen Wörter in einer Kollektion V. Kardinalität von V, Anzahl der Wörter überhaupt, also Länge der Kollektion quasi in Wörtern n, das ist der Zusammenhang. V ist k mal n hoch Beta. Und je nachdem, was für eine Kollektion man hat, muss man jetzt eben diesen K- und Beta-Parameter so ein bisschen versuchen zu tunen. Für so einen Korpus wie beispielsweise die AP89-Kollektion, das sind Nachrichtenartikel, ist in den Anfangsjahren der Trek-Konferenz da immer mal benutzt worden. Wenn man die sich anschaut, und mit versucht, diese Heaps-Heuristik dran anzupassen, dann wird man feststellen, k muss man auf ungefähr 63 setzen und Beta auf 0,455. Dann kriegt man das hier hin in schwarz, der tatsächliche Vokabularanstieg, wenn man einfach von vorn nach hinten durch die Kollektion geht. Also
Wörter, die man aus der Kollektion gelesen hat, 10 Millionen, 20 Millionen, 30, 40 Millionen, mit Schwarz dargestellt. Das eigentliche Vokabular, also das wächst eben von, am Anfang habe ich gar kein Wort, kein unterschiedliches Wort gelesen. Wenn ich dann 10 Millionen Wörter gelesen habe, habe ich irgendwie in echt tatsächlich 100.000 verschiedene Wörter gefunden und mit der korrekt eingestellten Heaps-Heuristik, mit der Heaps-Law, mit den zwei Parametern, die ich dann entsprechend gesetzt habe, stelle ich fest, ah, wenn ich das hier ablese, 101, also 100.151, sage ich vorher, das ist ziemlich gut daran, was eigentlich tatsächlich passiert. Bei wenig gelesenen Wörtern, also wenn ich hier weniger als 1.000 oder sowas Wörter aus der Kollektion gelesen habe, ist die Schätzung nicht so gut, aber gerade hier so in diesem mittleren Bereich, so ziemlich gut hier oben, sieht man dann, weicht es wieder ein bisschen ab, das Geschätzte, also in Rot, das tatsächliche in Schwarz, die Schätzung geht ein bisschen runter, aber was man eigentlich aus der Heaps, aus dem Heaps-Zusammenhang mitnehmen sollte, ist, je mehr man liest, je mehr Wörter dazukommen, je größer die Kollektion wird, desto größer wird auch das Vokabular. Man hat nie alles gesehen. Schauen wir uns noch für eine größere Kollektion an. Gov 2 ist ein Webcrawl der .gov-Domäne. Da hat man also, wenn man sich die ganze Kollektion anschaut, sowas wie 5 Milliarden, 10 Milliarden, 15, 20, 25 Milliarden Wörter, die man so fast lesen will. Und auch hier kann man wieder fragen, wie ist denn das eigentliche Vokabularwachstum, wenn ich einfach die Kollektion von vorn nach hinten durchlese? Ja, man kommt auf sowas wie 30, 35 Millionen, die man dann tatsächlich findet. Und wenn man die Heaps-Parameter richtig einstellt, also K auf 7,34 und Beta auf 0,648 setzt, bekommt man einen guten Heaps-Zusammenhang hin, der ziemlich gut diese schwarze Kurve eigentlich beschreibt. Und eben auch da wieder die Beobachtung, das Vokabular wächst immer weiter, je mehr ich lese. Und das kann beispielsweise daran liegen, dass ich immer wieder neue Schreibvarianten von Wörtern finde, also beispielsweise auch Fehler, wenn da Rechtschreibfehler drinstecken, ich habe den noch nie vorher gesehen, den Rechtschreibfehler ist ein neues Wort. Oder irgendwie Wörter, die irgendwie neue Dinge beschreiben, also wenn irgendwie beispielsweise das iPhone eben erst seit 2006, 7 durch die Medien geistert, dann kann ich es in Dokumenten davor gar nicht finden, also neues Wort, was dazu kommt, oder vielleicht Dokumente in einer anderen Sprache, habe ich plötzlich ganz andere Wörter oder auch alles Mögliche, sowas wie E-Mail-Adressen oder so, die dazukommen. Das sind dann plötzlich Wörter, die habe ich vorher noch nie gesehen und die vergrößern das Vokabular immer weiter. Also man kann, wenn man sich da so einen Zusammenhang zum Index herstellen will, man kann sich sicher sein, dass die Indextherme immer mehr werden, wenn ich mehr Kollektionen sozusagen indiziere. Also man wird nie alles gesehen haben. Es gibt immer wieder neue Wörter, neue Produktnamen und sowas, die dazukommen. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man einen Index baut. Der wird also quasi nie, selbst bei dem Index-Vokabular, bei der Terminologie, haben wir es ja genannt, selbst die Index-Terminologie, die wird nie statisch bleiben, weil irgendwann gibt es immer wieder was Neues. Wenn ich neue Dokumente finde, ist die Wahrscheinlichkeit nicht zu vernachlässigen, dass ich neue Terme finde. Und das ist also ein kontinuierlicher Wachstumsprozess. Einen ähnlichen Zusammenhang, der jetzt nichts mit der Größe des Vokabulars erstmal zu tun hat, hat der Herr Zipf festgestellt. Der hat sich damit beschäftigt, wie die Worthäufigkeiten verteilt sind. Und er hat festgestellt, dass die sehr ungleichmäßig verteilt sind, also dass sie quasi sehr verzerrt sind. Es gibt sehr, sehr wenig Wörter, die extrem häufig vorkommen, also relativ gesehen. Und es gibt sehr, sehr viele Wörter, die kaum vorkommen, also sowas wie eben vielleicht ganz obskure Rechtschreibfehler. Zum Beispiel hat er festgestellt im Englischen, dass diese Wörter wie the und of, das sind so die zwei häufigsten, die machen ungefähr 10% aller Wortvorkommen aus. Also wenn man einfach in einem Text oder in einer größeren Kollektion fragt, wie viele der Wörter sind denn the und of, ungefähr 10% sind nur diese zwei Wörter. Das sind natürlich sehr kurze Wörter, wenn man die Textlänge jetzt in Zeichen misst, sind das dann wieder nicht 10% der eigentlichen Textlänge, aber wenn man es in Wörtern misst, 10% der Wortlänge von größeren Kollektionen in Englisch macht nur the und of aus, ungefähr. Und außerdem in größeren Textsammlungen ist ungefähr die Hälfte der Wörter nur einmal da. Also ungefähr die Hälfte des Vokabulars, was man sieht, der unterschiedlichen Wörter, die kommen nur einmal vor. Weil das sowas Besonderes ist, gibt es die im linguistischen Sprachraum dann auch noch unter einer besonderen Bezeichnung und sagt dann Hapax legomena. Also Worte, die nur einmal vorkommen in einer großen Kollektion, Hapax legomena. Oft sind es Rechtschreibfehler, manchmal aber eben auch sehr obskure Wörter, kann man im Wörterbuch zwar finden, aber sind halt nicht so gebräuchlich. Und das ist ungefähr 50% des Vokabulars, was nur einmal vorkommt. Nicht 50% des ganzen Textes sind Wörter, die nur einmal vorkommen, aber 50% der Wörter, die man überhaupt als unterschiedliche Wörter in einem
großen Text sieht, in einer großen Textsammlung sieht, sind Wörter, die nur einmal vorkommen. Das wird jetzt quasi auch wieder zu so einer Art heuristischem Zusammenhang führen und den nennt man das Zipf-Gesetz oder Zipf's Law, weil das eben der Herr Zipf, ein amerikanischer Linguist, untersucht hat und der hat sich gefragt, wie hängt denn so die Worthäufigkeit mit dem Rang, wenn ich das nach Worthäufigkeit sortieren würde, zusammen. Also die relative Häufigkeit eines Wortes mit seinem Rang in einer sortiert gedachten Folge, wie hängt das zusammen? Und dieser Zusammenhang ist dann das Zipf-Gesetz. Er hat nämlich festgestellt, dass die relative Häufigkeit, wenn man die einfach mal mit P von W, eben wie, ja, klingt schon so ein bisschen wie eine Wahrscheinlichkeit, aber es ist erstmal nur die relative Häufigkeit, wenn ich die messe, also auszähle in einer großen Textkollektion, also hinreichend groß muss es natürlich irgendwie sein, darf jetzt nicht nur ein Tweet oder so sein, dann ist die relative Häufigkeit invers korreliert mit dem eigentlichen Rang, wenn ich es nach Häufigkeit sortieren würde, und zwar in so einem sogenannten Power-Law-Zusammenhang. Also die relative Häufigkeit eines Wortes ist C durch Rang des Wortes in relativ sortiert gedachten Folge hoch A, also wieder so ein Exponent als Parameter mit dabei, und ein Parameter C. Das heißt, dieser Parameter C hier soll eigentlich eine Konstante sein, und wenn man das danach umstellt, stellt man also fest, die relative Häufigkeit eines Wortes mal der Rang in der relativ häufigkeitssortierten Reihenfolge hoch ein Parameter ist eine Konstante. Und dieses A hier ist sprachabhängig, aber oft setzt man das A auch einfach auf 1. Also in den meisten Sprachen ist es so, dass man das A auf ungefähr 1 setzen kann. Und wenn man sich das jetzt anschaut für die ersten paar Ränge, also Worte sortiert nach ihrer relativen Häufigkeit in der Kollektion, stellt man fest, naja, das ist also so ein sehr, sehr stark abfallender Zusammenhang. Die ersten Wörter, also die, die sehr häufig sind, die am weitesten oben gerankt sind, die sind eben sehr häufig und danach wird es plötzlich viel, viel, viel weniger und die meisten Wörter kommen extrem selten vor. Wenn man sich das mal für diese AP89-Kollektion anschaut, auf der hat man schon die Heaps, das Heaps-Gesetz uns angeschaut, den Heaps-Zusammenhang angeschaut. Wenn man sich das hier mal anschaut, geplottet ist jetzt also der Rang in der sortiert gedachten Folge, das Wort selbst, die absolute Häufigkeit, der prozentuale Anteil sozusagen und P mal R, also relative Häufigkeit mal der Rang, gerechnet. Was kommt da ungefähr raus, wenn man sich das anschaut? Naja, wenn man so die ganzen Werte sich anschaut, was würden Sie sagen, was ist ein guter Guess für C? Denken Sie mal kurz drüber nach. Vielleicht als erstes die Frage, wo gucken Sie überhaupt hin, wenn Sie C erraten wollen? Ja, natürlich auf diese P mal R-Spalte. Ne? Zipf hat ja gesagt, P mal R ist C. Also schaut man hier mal so drauf, das wackelt so ein bisschen. Also wackelt im Sinne von, das ist jetzt kein richtig konstanter Wert. Aber was würden Sie sagen, was ist ein guter Guess für C hier für Englisch, wenn man sich die ersten 50 anschaut? Ja, die meisten würden wahrscheinlich sowas wie 0,08, 0,09 sagen, wenn man es jetzt auf eine Nachkommastelle rundet, also sowas wie 0,1, hat sich für Englisch so ein bisschen rausgestellt. Und das ist relativ stabil, ne? Wenn man das hier sich so anschaut, ab irgendwo dem siebten Rang oder so, sieht das schon so ein bisschen aus wie 0,08, 0,09. Und wenn man es halt auf eine Nachkommastelle rundet, also 0,1 ungefähr. Dazu muss man vielleicht noch mal ein bisschen was zu AP89 sagen. Das ist jetzt keine riesige Kollektion, wie gesagt, Nachrichtenartikel aus Zeitungen, ja so 1989, vielleicht auch 88 und 87 noch mit dazu, Associated Press. Die Abkürzung sind ungefähr 85.000 Dokumente. Insgesamt, wenn man die Wortlängen der Dokumente zusammenlegt, also so 39,7 Millionen Wörter, also Wortvorkommen, die da drin stehen, knapp 200.000 verschiedene Wörter tatsächlich, aber nur 4.200 Wörter, die mehr als 1.000 Mal vorkommen. Das könnte man vielleicht so als das gebräuchliche Vokabular bezeichnen. Alles englischsprachlich, also sowas wie 4.200 Wörter sind so die Wörter, die mindestens 1.000 Mal vorkommen, und 70.000 Wörter kommen tatsächlich nur einmal vor, also jetzt ein bisschen weniger als die Hälfte, die so diese Zipf-Gesetzmäßigkeit postuliert hätte. Da hätte man ja so gesagt, so ungefähr 100.000, also ungefähr die Hälfte kommt nur einmal vor. Ist tatsächlich ein bisschen weniger, aber trotzdem extrem viele, also 70.000 Wörter, die in diesen Nachrichtenartikeln nur einmal vorkommen. Und Nachrichtenartikel sind ja schon eher gut geschriebenes Englisch, also zumindest Nachrichtenartikel von vor 30 Jahren, da haben sich viele Redakteure meistens dran gesetzt. Es gab vielleicht auch ein Lektorat bei größeren Zeitungen, was dann noch dazu geführt hat, dass Rechtschreibfehler korrigiert wurden und so. Und trotzdem gibt es 70.000 Wörter ungefähr, die nur einmal, genau einmal vorkommen
in dieser AP89-Kollektion. Was kann man jetzt mit dieser ZIP-Verteilung machen? Wenn man so noch ein bisschen damit rumspielt, okay, wir haben also relative Termhäufigkeiten. Relative Termhäufigkeiten sollten sich zu 1 aufsummieren. Also habe ich so diesen Zusammenhang, wenn ich die relativen Termhäufigkeiten des gesamten Vokabulars aufsummiere. N jetzt hier mal als Abkürzung für die Vokabulargröße. Vorhin war es also die Größe des Korpus insgesamt. Nicht darüber stolpern, hier ist es die Vokabulargröße. Also 1 ist erstmal die Summe dieser ganzen relativen Häufigkeiten. Das ist ja so die Gesetzmäßigkeit der relativen Häufigkeiten. Wenn ich dafür jetzt diesen ZIPF-Zusammenhang 1 setze, also P von W ist C durch R von W, dann bekomme ich einfach diese Summenzusammenhang. Ich habe es einfach nur eingesetzt. C ist eine Konstante, nicht von dem eigentlichen I, was hier eine Laufvariable ist, abhängig. Deswegen kann ich es davor ziehen. Dann habe ich hier sowas stehen wie C mal die Summe 1 durch Rang. Und das ist also 1 durch 1 plus 1 durch 2 plus 1 durch 3 plus 1 durch 4 und so weiter. Und das sollte Ihnen als die nte harmonische Zahl vorkommen, wenn man das hier zusammenzählt. Also das ist h von n, diese Summe hier, dieser ein Ganzes plus ein Halb plus ein Drittel plus ein Viertel und so weiter. Das ist also die nte harmonische Zahl. Und dann steht im Prinzip hier, wenn man das danach umstellt, 1 ist gleich c mal h von n. Oder umgedreht, c ist 1 durch h von n. Und diese nte harmonische Zahl, wenn Sie sich erinnern, kann man annähern durch den natürlichen Logarithmus von n. Also ungefähr 1 durch ln von n. Das heißt, wenn man sich auch auf diesen Standpunkt stellt, dass man diese relativen Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten dann ansehen kann, kann man sich fragen, wie oft wird denn ein Wort in einem Dokument der Länge M, Martha, vorkommen? Naja, M mal P von der, also der Wahrscheinlichkeit des Wortes überhaupt in der Kollektion vorzukommen. Dann könnte man es also als so eine Art Termvorkommenswahrscheinlichkeit interpretieren und sagen, okay, ich würde jetzt erwarten, dass dieses Wort in diesem Dokument der Länge M, M mal P von W oft vorkommen. Meistens eine sehr kleine Zahl, diese Wahrscheinlichkeit hier, außer eben für solche Terme wie the und of oder so, wo es tatsächlich 6 oder 2% zumindest sind oder eben 0,06, 0,02. Und für die meisten Worte ist es tatsächlich eine sehr, sehr kleine Zahl, die dann tatsächlich das Vorkommen als Wahrscheinlichkeit angibt. Wenn man sich das Ganze auch mal versucht zu plotten, dann bietet es sich an, das in einem Log-Log-Plot anzuschauen, weil dann einfach der Zusammenhang, den man erkennen möchte, eigentlich eine Gerade ist. Und auch hier wieder für AP89 geplottet, also die eigentliche Wahrscheinlichkeit, mit der ein Wort vorkommt. Hier vorne also sowas wie the und of als relativ häufige Worte noch, die dann also auf der logarithmisch skalierten y-Achse irgendwo so bei 0,1 knapp dran liegen oder eben bei 0,02, also 2%, das ist of. Ungefähr 6% ist the. Und dann schaut man sich das für alle Wörter an. Also für jedes Wort ist jetzt hier tatsächlich so ein Plus eingetragen und schaut sich die nach Rang geordnet an. Also auch hier der Hinweis, das ist auch log-skaliert, also ein log-log-Plot. Und dann stellt man fest, in der Mitte ist das ziemlich gut ein Zusammenhang, der so einer Gerade entspricht. Also ZIPF wäre als Vorhersage genau diese Gerade hier. Und hier in den mittleren Häufigkeiten, so ab vielleicht Rang 7, 8 bis hin zu ein paar 10.000, ist es tatsächlich eine sehr, sehr gute Approximation des eigentlichen Zusammenhangs. Für sehr häufige oder sehr seltene Wörter funktioniert ZIPF nicht so gut. Was man dann noch festgestellt hat, vielleicht noch als Bemerkung, es gibt so ein bisschen eine Erweiterung noch von dem eigentlichen ZIPF-Gesetz, das ZIPF-Mandelbrot-Gesetz, das ist ein bisschen ein besserer Fit dann auch. Und man hat aber auch festgestellt, dass das nicht nur für Wörter gilt, sondern auch für alle möglichen Sachen, wo man irgendwas mit Symbolen macht. Also beispielsweise auch Noten, also Musiknoten oder sowas wie DNA-Sequenzen oder so. Auch da kann man tatsächlich immer wieder die ZIPF-Verteilung finden. Und was immer wieder zusammen mit manchen Fälschungsideen bei Zahlen oder so genannt wird, ist so ein bisschen eine verwandte Gesetzmäßigkeit zur ZIPF-Gesetzmäßigkeit, die sogenannte Benford Law. Die beschäftigt sich nur damit, wie sind denn so die Häufigkeiten für die Anfangsziffern bei Zahlen verteilt. Und dann kann man gegebenenfalls bei starken Abweichungen sagen, oh, die Messwerte, die glaube ich jetzt aber nicht, die sehen aus, als hätte sich die jemand ausgedacht, solche Geschichten. Hat jetzt nicht direkt was mit ZIPF zu tun, aber ist ein interessanter Zusammenhang, der eben auch um Zeichenhäufigkeiten sich dreht. Und ZIPF selbst sind ja auch quasi Zeichen, wobei man da erstmal auf Wörter sich festgelegt hat. Was kann man mit ZIPF noch machen? Ja, man kann versuchen zu schätzen,
wie häufig Wörter mit einer gegebenen absoluten Häufigkeit tatsächlich vorkommen. Wie viele gibt es, die so eine absolute Häufigkeit haben? Also wie viele Wörter gibt es, die genau einmal vorkommen, die genau 42 Mal vorkommen? Das würde man hinschätzen als 1 durch x, wobei x die absolute Häufigkeit ist, mal x plus 1. Das ist die Anzahl der Wörter im Vokabular, die eine gegebene absolute Häufigkeit erfüllen. Und wie kann man das ableiten? Naja, wir bezeichnen erstmal mit R von x den niedrigsten Rang eines Wortes, das die Häufigkeit x hat. Mit niedrigst meint man die größte Zahl. Also wenn ich Wörter habe von Rang 90 bis 100, die gleiche Häufigkeit haben, dann ist R von x 100, also die quasi der niedrigste Rang, aber dann eben die größte Rangzahl. Jetzt will man abschätzen, wie viele Wörter einer bestimmten Häufigkeit es gibt. Naja, man muss dann also den Rang des niedrigsten mit der Häufigkeit x nehmen und davon den Rang des niedrigsten mit der Häufigkeit x plus 1 abziehen, also das, was gerade 1 häufiger ist. Und um das auszurechnen, könnte man jetzt für R eben den Zusammenhang einsetzen, den die ZIPF-Gesetzmäßigkeit einem anzeigt, also C durch P. Also R mal P ist C, ist also diese ZIPF-Gesetzmäßigkeit. Das nennen wir jetzt hier mal C1, weil es quasi die erste Konstante ist. Und für P wollen wir dann noch was einsetzen. Also wenn ich C durch P einsetze, komme ich von R von x minus R von x plus 1 auf C1 durch P von x minus C1 durch P von x plus 1. Also die relative Häufigkeit des Wortes auf dem Rang, wo das x plus erste Wort die niedrigste das niedrigste Vorkommen steht. Wenn ich jetzt noch sage, für diese Wahrscheinlichkeit setze ich jetzt ein die absolute Häufigkeit durch die Größe der Kollektion, also durch die Größe des Vokabulars, dann, also nicht des Vokabulars, das ist ja wieder die Anzahl der tatsächlich eindeutig vorkommenden Wörter, durch die Anzahl der tatsächlich vorkommenden Wörter, also die Länge der ganzen Kollektion in Wörtern, wobei ich eben Wörter, die mehrmals vorkommen, mehrmals zähle, dann habe ich also als die Wahrscheinlichkeit, dass das Wort, was eine relative Häufigkeit von x hat, die Wahrscheinlichkeit für so ein Wort ist dann also x durch die Länge der Kollektion, das nennen wir mal Länge der Kollektion C2. Und dann kriege ich also statt p von x hier rein C2 durch x, weil ich für p von x x durch c2 eingesetzt habe. Jeweils dreht sich das um. Also habe ich hier c1 mal c2 durch x stehen. Genau das steht hier. Hier hinten habe ich c1 mal c2 durch x plus 1 stehen. Genau das steht hier. Und das kann ich jetzt zusammenfassen und bekomme also c1 mal c2 durch x mal x plus 1 raus. Und jetzt fragt man sich noch, was ist das jetzt, was ich für einen Wert rausgekriegt habe? Naja, um diesen Anteil auszurechnen, also nicht die Anzahl der Wörter, sondern den Anteil auszurechnen, muss ich das Ganze noch durch die Vokabulargröße teilen. Und die Vokabulargröße ist gerade R von 1 und R von 1 ist C1 mal C2. Dann teile ich also diesen Quotienten hier durch C1 mal C2. Dann steht da 1 durch x mal x plus 1, genau diesen relativen Anteil, den wir hier bestimmen wollten und ableiten wollten. Das heißt, diesen Zusammenhang hier kann man sich mit dieser ZIPF-Gesetzmäßigkeit herleiten. Also als wie viele Wörter, wie viel vom Vokabular kommt denn so und so oft vor? Also welchen Anteil des Vokabulars gibt es, der so und so oft vorkommt? Diese tatsächlich hergeleitete Beobachtung ist relativ genau für kleine x, hat man festgestellt. Also für Wörter, die nicht besonders häufig sind, kriegt man den Anteil ziemlich gut raus. Und man kriegt damit ja auch raus, wenn ich jetzt eben einsetze, wie viele Wörter gibt es, die genau einmal vorkommen. 1 durch 1 mal 2, also 1/2. Ungefähr die Hälfte des gesamten Vokabulars sind Wörter, die tatsächlich nur einmal vorkommen. Und in der AP89 passt das ungefähr. Also wir kriegen 70.000 statt 100.000 raus. Ist jetzt nicht ganz exakt natürlich, aber passt schon ungefähr und ist also für gerade kleine x relativ gut eine Approximation für den Anteil der Wörter, für den Anteil des Vokabulars von Wörtern, die jetzt genau x mal vorkommen. Kommen wir noch zu einem anderen Teil der Textstatistik. Also wir haben uns jetzt ein bisschen angeschaut, wie sieht das mit Kollektionen aus. Wir haben festgestellt, das Vokabular wächst, je größer die Kollektion wird. Wir haben festgestellt, dass die eigentliche Verteilung der Termhäufigkeiten, also wenn man die relativ sich anschaut, dass die sehr
verzerrt ist. Es gibt sehr wenige Wörter, die sehr häufig sind und sehr, sehr viele Wörter, die sehr, sehr selten sind. Und jetzt kann man sich ja noch fragen, was man als Suchmaschine damit anfangen kann. Naja, Punkt 1 ist, mit Heaps Law stellt man fest, das Vokabular im Index wird nie statisch sein. Es kommen immer neue Indexterme dazu. Mit Zipf's Law wird man feststellen, selbst wenn ich sowas wie mein Index verkleinern will, indem ich seltene Wörter weglasse, naja, da muss ich schon die Hälfte vom Vokabular weglassen und habe dann erstmal nur Wörter weggelassen, die genau einmal vorkommen. Das macht mein Index nicht wirklich kleiner. Also da kann ich nicht viel sparen. Sparen könnte ich vielleicht bei den Wörtern, die am häufigsten sind. Also wenn ich da off und the weglasse im Englischen, dann spare ich ungefähr so 8 bis 10%, mache ich den Index kleiner, aber gleichzeitig 8 bis 10%, naja, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man da als geldwerten Vorteil sieht. Und insofern kann man da mit diesen Zusammenhängen sich schon so ein bisschen ableiten, dass es vielleicht gar nicht viel bringt, Stoppwörter aus dem Index wegzulassen. Aber da kommen wir später dann nochmal dazu, wenn wir das dann wieder aufgreifen. Aber Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten so gesagt, im Prinzip kann man sie erstmal mit initiieren und dann erstmal zum Anfragezeitpunkt überlegen, ob ich danach suche oder nicht. Gut, kommen wir hier zu dem Teil, wo wir dann jetzt tatsächlich was mit Statistik anfangen wollen und eben nicht nur den Index so ein bisschen abschätzen wollen, wie groß der vielleicht wird. Jetzt wollen wir fragen, angenommen, ich habe schon die Suchmaschine, wie viele Treffer kann ich denn jemandem liefern? Also ich möchte die Ergebnisgröße abschätzen. Und das gibt es bei den meisten Suchmaschinen ja so, dass man eine Anfrage eingibt, auf Suchen drückt und dann steht da sowas da wie, ich zeige dir die ersten 10 Treffer oder Seite 1 von ungefähr so vielen Millionen Treffern an. Und wenn man sich dann ein bisschen durchklickt und tatsächlich die Muße hat, irgendwann stellt man dann fest, naja, 3,8 Millionen wird man nicht kriegen, so nach ein paar tausend Treffern spätestens hört die Suchmaschine dann doch auf, Treffer anzuzeigen. Aber wie kommt sie denn auf diese Schätzung hier? Das ist ja auch ein Teil von Textstatistik sozusagen und deswegen wollen wir uns da ein bisschen genauer mit beschäftigen. Das sind also auch Abschätzungen, die man dann als Suchmaschine macht, weil sie im Prinzip gar nicht den ganzen Index sich, also die ganzen Index durchgehen, um dann tatsächlich den exakten Wert zu bestimmen. Das kann man nur bei kleinen Kollektionen machen, bei großen muss man schätzen. Und dafür gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Über gemeinsame Verteilung, bedingte Verteilung oder indem man basierend auf einem kleinen Zwischenergebnis versucht abzuschätzen, wie viel es denn insgesamt werden wird. Und wir werden feststellen, dass die Genauigkeit der Schätzung der Reihe nach hier so ein bisschen ansteigt. Wir schauen uns das Beispiel wieder an in dem GOV2-Fall, also nicht AP89, aber GOV2. Und GOV2 hat 25 Millionen Dokumente. Und wir schauen uns ein Beispiel also an, hier Tropical Fish Aquarium, und fragen uns, kann man da mit dieser Anfrage, kann man die besser abschätzen? Und dazu brauchen wir so ein bisschen die Dokumenthäufigkeiten. Also in wie vielen Dokumenten kommen die einzelnen Terme vor? Tropical in 121.000, Fisch kommt 1,1 Millionen Mal vor. Ganz interessant, in der .gov-Domäne, ja, also US-amerikanische Dokumente zum großen Teil, 1 Million Mal kommt Fisch vor. Also in 1 Million von 25 Millionen Dokumenten kommt Fisch vor, ganz spannend. Aquarium nicht so oft, 26.000 Mal, Breeding 81.000 Mal und so weiter und so fort. Also hier auch noch die Wahrscheinlichkeiten bzw. die Dokumenthäufigkeiten von den Phrasen bzw. von den, wenn man die Anfrage stellen würde, Tropical Fish, Tropical Aquarium und so weiter, wie viele Treffer würde man liefern, bis hin zu Tropical Fish Aquarium, 1500 Mal. Was man so ein bisschen sieht, ist, okay, je länger ich die Phrasen mache, desto kleiner werden die Zahlen. Also wenn ich Tropical mit Fisch verbinde, habe ich weniger als Tropical oder Fisch jeweils alleine. Ist ja klar, jedes Mal, wenn Tropical Fisch vorkommt, kommt auch Tropical alleine und Fisch alleine vor. Aber Tropical Fisch kommt nicht jedes Mal vor, wenn Fisch alleine oder Tropical alleine vorkommt. Wenn ich noch Aquarium hinten dran hänge, bin ich bei 1500 statt 18.000. Also wird immer weniger werden. Damit wollen wir jetzt ein bisschen rechnen und abschätzen, was quasi Tropical Fish Aquarium in GOV2 an Treffern liefern würde. Wir sehen es hier schon genau ausgezählt, aber was würde so diese verschiedenen Schätzvarianten liefern? Als erstes kann man sagen, ich benutze so eine gemeinsame Wahrscheinlichkeit, indem ich einfach Unabhängigkeit ansetze und sage, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wort in die Wahrscheinlichkeit eines Wortes in der Kollektion, die schreibe ich abkürzend als P von DF, also in wie vielen Dokumenten kommt es vor. Das ist einfach die Dokumenthäufigkeit des Wortes, also die Anzahl der Dokumente, in denen es vorkommt, durch die Größe der Kollektion. Dann habe ich den relativen Anteil an Dokumenten, die so ein Wort enthalten. Also als relative Wahrscheinlichkeit, relative Häufigkeit hier ausgerechnet. Und jetzt sage ich, okay, um die Ergebnismenge einer Anfrage zu schätzen, gehe ich einfach mal davon aus,
dass die Wörter alle unabhängig voneinander vorkommen. Dann kann ich das Produkt der Wahrscheinlichkeiten, das Produkt der relativen Häufigkeiten bilden. Und das kann ich immer bilden, aber wenn die unabhängig vorkommen, dann ist tatsächlich das die Idee, wie man die Wahrscheinlichkeit ausrechnet. Und ich muss noch mal der Kollektionsgröße rechnen, damit ich tatsächlich den relativen Anteil wieder wegbekomme. Also ich möchte ja die Result Set Größe ausrechnen und nicht jetzt den relativen Anteil nur an meiner Kollektion. Also muss ich noch mal Größe der Kollektion wieder rechnen. Hier also das Produkt der Wahrscheinlichkeiten, der relativen Häufigkeiten. Und wenn man das ausrechnet, steht also dieses Produkt der Dokumenthäufigkeiten oben und hier unten, unabhängig von dem eigentlichen Produkt, die Kollektionsgröße hoch Q minus 1, also Anzahl der Querytherme minus 1, weil ich ja hier vorne mal D gerechnet habe, also eine davon kürzt sich raus. Wenn ich das jetzt damit ausrechne, würde ich für Tropical Fish Aquarium in GoF 2 schätzen, 5,7 Treffer liefern zu können. Für Tropical Fish Breeding 17,65. Hier daneben stehen die aktuellen, also die tatsächlichen Werte in der GoF 2 Kollektion. Ich liege also ziemlich stark daneben. Woran liegt das? Naja, wenn man kurz drüber nachdenkt, das, was so ein bisschen anrüchig hier ist, ist diese Annahme, dass die Wörter tatsächlich unabhängig sind. Das ist ja nicht so. Wörter tauchen nicht unabhängig auf und erst recht sowas wie Aquarium wird nicht sehr unabhängig von Fisch auftauchen beispielsweise. Und tropische Fische und Aquarium haben wahrscheinlich auch was miteinander zu tun, weil man die vielleicht zu Hause in einem Aquarium halten will, tropische Fische. Gut, also diese Unabhängigkeit hier funktioniert nicht so gut. Man hat dadurch sehr, sehr unterschätzende Werte. Okay, man überschätzt auch nicht zu doll, aber wenn ich jetzt einem Nutzer sage, ich schätze, ich könnte dir 6 Treffer liefern und eigentlich sind es 1500, das ist schon ein bisschen daneben. Nicht so schön wäre auch so etwas zu sagen wie, ich könnte dir 3 Millionen Treffer liefern und eigentlich sind es nur 1500, aber ein bisschen näher hieran wollen wir eigentlich schon noch kommen. Gucken wir uns das an für die bedingten Wahrscheinlichkeiten, wo ich jetzt eben sage, okay, ich nutze Kohärenzinformationen aus. Ich gehe nicht mehr davon aus, dass Wörter unabhängig voneinander vorkommen, sondern ich nutze Kohärenzen aus, zumindest Kohärenzen von jeweils 2 Wörtern, um die Schätzung ein bisschen besser zu machen und sage jetzt, naja, sowas wie für eine Dreiwortanfrage, wenn ich da also den relativen Anteil abschätzen will, dann frage ich also, wie viele Dokumente enthalten W1 und W2 und W3? Also den Durchschnitt der Dokumente, die also diese Terme enthalten. Und um jetzt Kohärenzen auszunutzen, kann ich sagen, naja, W1 und W2 kenne ich vielleicht, weil ich eben 2 Worthäufigkeiten mir merke. Und dann so eine bedingte Wahrscheinlichkeit kommt dann noch dazu, W3 zu sehen in Dokumenten, wo ich W1 und W2 gesehen habe. Also wenn ich die Wahrscheinlichkeit hier kenne, dann bräuchte ich jetzt hier diese noch. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das abzuschätzen. Dann bräuchte ich jetzt also wieder 3er-Kohärenzen. Also sage ich, naja, das kann ich damit abschätzen, dass ich frage, welches ist denn das Häufigere, was mit W3 zusammen vorkommt, W1 oder W2? Also ich nähere diese bedingte Wahrscheinlichkeit, W3 zu sehen, wenn ich W1 und W2 sehe, dadurch an, W3 zu sehen, wenn ich entweder W1 oder W2 sehe, je nachdem, welches den größeren Wert liefert. Ist also so eine Art Zusammenhang mit dem Bayes'schen Gesetz. Also nicht direkt Bayes'sches Gesetz, aber bedingte Wahrscheinlichkeiten waren ja so definiert, dass ich sage, P von A unter B ist die Wahrscheinlichkeit P von A und B durch P von B. Und wenn ich das jetzt einsetze, bekomme ich also diesen Zusammenhang hier, dass ich sage, hier brauche ich nur Kohärenzen und Einzelwahrscheinlichkeiten, weil ich hier einfach das, was mit W3 häufiger zusammen vorkommt, einsetze. Und stelle fest, Anfragen der Länge 2, für die brauche ich jetzt gar nicht mehr schätzen. Ich habe ja diese paarweisen Kohärenzen direkt drin. Die habe ich mitgezählt. Also ich brauche diese DFs von jeweils 2 zusammen. Wenn ich jetzt eine Zwei-Wort-Anfrage schätzen soll, brauche ich die nicht schätzen, da habe ich den exakten Wert. Für Länge 3 unterschätze ich typischerweise, weil ich einfach hier das Maximum angesetzt habe. Und das ist eben dann führt dazu, dass ich am Ende unterschätze. Und für Anfragen mit mehr als 3 Wörtern muss ich immer noch die Unabhängigkeitsannahme treffen oder ich muss einfach höherwertigere Kohärenzen speichern. Also wenn ich da Unabhängigkeit für für Anfragen mit mehr als 3 Wörtern sage, dann brauche ich also bei einer 4-Wort-Anfrage, naja, da müsste ich ja jetzt quasi für den 4. Term unter der Bedingung die ersten 3 zu sehen. Dann bräuchte ich also 3-wertige Kohärenzen. Das müsste ich jetzt mit 2-wertigen versuchen anzunähern oder eben dann doch mit
höherwertigen Kokurrenzen. Das heißt, entweder schätze ich dann doch wieder mit Unabhängigkeiten, weil ich dann davon ausgehe, okay, Zwei-Wort-Phrasen kommen unabhängig voneinander vor, ist natürlich auch falsch. Oder ich muss halt höherwertige Kokurrenzen speichern, ist aber dann teuer. Deswegen, wenn man es also mit Zweiwertigen macht, und hier mal haben wir eben nur Drei-Wort-Anfragen, Tropical Fish Aquarium, Tropical Fresh Breeding, mit den Werten, die man für GoF2 tatsächlich als Kokurrenzen haben würde, würde man schätzen, naja, für das erste schaffe ich ungefähr 300 Treffer, für das zweite 840. Ist immer noch deutlich unterschätzend, aber nicht mehr so dramatisch wie eben, ne? Also hier speziell schätze ich nicht mehr nur 6 Treffer, sondern habe jetzt ungefähr 300. Das ist ein Fünftel von dem, was es tatsächlich gibt. Und hier ist es ungefähr so ein Viertel der Zusammenhänge. Also ich bin noch ein ganzes Stückchen weg, aber bin schon besser geworden. Also solche bedingten Wahrscheinlichkeiten, wo ich dann so zumindest die Grundstufe der Unabhängigkeit von Wörtern so ein bisschen rausnehme und sage, nee, Wörter sind nicht unabhängig. Zumindest Paare von Wörtern kommen mit bestimmten Abhängigkeiten vor, die fange ich durch die Kokurrenzen ein. Da kriege ich meine Schätzung besser hin. Richtig gut sind sie aber immer noch nicht. Also ich unterschätze zwar und komme aber nicht so nah an das ran. Unterschätzen ist aber oft gut, dass ich eben nicht zu viel verspreche. Jetzt könnte man sich fragen, kann man es noch besser machen? Naja, eine Idee, die man noch haben könnte, ist zu sagen, gut, wenn ich jetzt Retrieval durchführe und ich mache sowas wie Document at a Time, dann habe ich ja zu jedem Zeitpunkt immer schon so ein Zwischenergebnis und kann sagen, na, wie viele Dokumente, die ich mir insgesamt angeschaut habe, sind denn jetzt welche, die die Anfrage hier exakt matchen, also alle Terme sozusagen enthalten. Das kann ich ja als so einen relativen Anteil mitzählen. Dazu bezeichnen wir erstmal als D' die den Teil der Dokumente, aller Dokumente D, der ganzen Kollektion, die ich erstmal gescored habe, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, also bis ich vielleicht 100 Treffer gefunden habe, bis ich 1000 Treffer gefunden habe oder so. Da musste ich mir vielleicht eben bis zu 100 Treffern musste ich mir vielleicht 1037 Dokumente angucken. Bis zu 1000 Treffern musste ich mir vielleicht 13.700 Treffer angucken und habe also so einen relativen Anteil. Wie viele haben denn jetzt die Query exakt gematcht von wie vielen, die ich mir angeschaut habe? Und dann kann ich also die Größe der eigentlichen Ergebnismenge daraus versuchen hochzurechnen, indem ich einfach sage, okay, bis zu diesem Zeitpunkt war ungefähr 10% von dem, was ich mir angeschaut habe, ein Treffer. Wenn ich mir insgesamt also meine ganze Kollektion anschaue, 10% davon so und so viel. Und genauso würde man es versuchen, mit dieser initialen Ergebnismenge zu schätzen und zu sagen, ja, das, was ich für Q zurückliefern kann, ist also die Größe der Menge DW. Das ist die kleinste Menge von Dokumenten, die einen bestimmten Term der Anfrage enthalten. Also quasi W ist der seltenste Term der Anfrage. DW mal, weil nur die muss ich mir angucken, nur für die muss ich hochrechnen, mal der Anteil derer, die jetzt schon die Query gematcht haben, von denen, die ich mir überhaupt jetzt angeguckt habe bisher. Und ja, DW, das weiß ich, das ist einfach die Länge der Postliste des Wortes W, also die Länge der kürzesten Postliste aus der Anfrage. Nur davon muss ich fragen, wie viele matchen denn überhaupt, um hochzurechnen. Also ich muss es gar nicht für die ganze Kollektion machen, sondern es reicht, wenn ich mir es für die kürzeste Postliste schätze. Und ich frage, wie viele der Dokumente, die ich mir bis jetzt angeschaut habe, haben denn die Anfrage gematcht und wie viele habe ich mir bis jetzt angeschaut. Und das ist also jetzt ein Zusammenhang, den kriege ich raus. Postlistenlänge kenne ich und das hier kriege ich, während ich meinen Retrieval-Prozess mache, kann ich das mitzählen und kann dann sagen, okay, diesen Wert, dieses Produkt gebe ich zurück als geschätzte Insgesamtzahl, die dann am Ende rauskommen wird. Das, was man jetzt hier erwartet, im Prinzip ist das in diesen quasi in der Postliste des, in der kürzesten Postliste, also in der Postliste des seltensten Wortes der Anfrage, dass darin die Dokumente, die tatsächlich relevant sind, gleichmäßig verteilt sind. Jetzt ist die Frage, warum führt das dazu, dass ich üblicherweise überschätze? Gucken wir uns mal an, dass ich tatsächlich überschätze und dann klären wir die Frage. Ja, für das Beispiel wieder Tropical Fish Aquarium würde ich jetzt mit dieser Zwischenschätzung hier sagen, Aquarium ist das seltenste Wort. Ich habe mir jetzt 3000 Dokumente angeschaut. Von den 3000 habe ich 258 gefunden, die tatsächlich treffen. Also 258 durch 3000 mal 26.480, da kommt 2.277 raus. Okay, das ist jetzt mehr als diese 1500. Jetzt überschätze ich plötzlich und analog auch für Tropical Fish Breeding mit den entsprechenden Werten geschätzt, würde ich auf 4.100 fast kommen. Tatsächlich sind es ungefähr 3.600, also auch hier überschätze ich leicht. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das? Wenn man weiß,
dass die Annahme jetzt also ist, dass die Dokumente, die tatsächlich relevant, gleichmäßig verteilt sind in der Postliste für DB. Haben Sie eine Idee? Denken Sie ruhig mal drüber nach, halten den Screencast mal kurz an, denken mal drüber nach. Ja, lösen wir mal auf. Also, das ist natürlich so, dass man meistens die wichtigsten Dokumente zuerst hat, also die Postlisten meistens nach Dokumentwichtigkeit sortiert sind und deswegen am Anfang so ein bisschen überschätzt, weil in den wichtigsten Dokumenten wahrscheinlich auch die Anfrage besser getroffen wird. Und am Ende, je weiter ich in diese Postliste reingehe für DW, also für das Wort, für W, für das in die Postliste reingehe für das Wort, was die kürzeste Postliste hat, desto besser werde ich tatsächlich die Werte approximieren. Also wenn ich statt 3000 auf 6000 gehe, wird die Approximation schon besser. Hier auch. Also ich komme näher von oben ran an den tatsächlichen Wert. Und am Ende, wenn ich mir die ganze Postliste angeschaut hätte, hätte ich natürlich den exakten Wert, aber ich will ja vielleicht gar nicht die ganze anschauen, weil hier habe ich jetzt schon 400 Dokumente gefunden, hier habe ich jetzt schon 200 gefunden. Das reicht ja locker aus, um die ersten 10 erstmal anzuzeigen und dem Nutzer so eine ungefähre Idee zu geben, dass ich ein Ergebnis finden werde. Und ich würde halt schätzen, insgesamt 1700 könnte ich dir liefern und wenn er tatsächlich sich alle anschauen will, stellt er fest, ach, sind ja nur 1500. Gut, gucken wir uns, nachdem wir also jetzt abgeschätzt haben, wie viele Ergebnisse wahrscheinlich zurückkommen und eben die beste Schätzung kriegt man hin, offenbar, wenn man das tatsächlich über so ein Zwischenergebnis schätzt und je tiefer man das Zwischenergebnis schon bestimmt hat, desto genauer werden die Schätzungen. Schauen wir uns nochmal an, wie man vielleicht bei einem Wettbewerber schauen könnte, wie groß die Kollektion eigentlich ist, die der indiziert hat. Und zwar nur basierend auf der öffentlichen Schnittstelle, die der Wettbewerber vielleicht anbietet. Also die meisten Suchmaschinen sind ja sozusagen solche Blackboxen, wo man eben nicht genau weiß, was die indiziert haben. Früher haben die immer gesagt, wie viele Dokumente sie indiziert haben, aber irgendwann haben alle gesagt, okay, wir sind so viel schlechter als Google, lassen wir das. Und Google hat dann auch gesagt, brauchen jetzt nicht mehr mal anzugeben, wie viele Dokumente wir gerade im Index haben. Das hat also vor einer ganzen Menge von Jahren schon aufgehört. Und jetzt könnte man sich immer noch fragen, wie viel indiziert denn Bing, wie viel indiziert denn Google? Also haben wir gegeben eine Suchmaschine und die Aufgabe als Textstatistikaufgabe zu schätzen, wie groß ist denn die Kollektion, die die Suchmaschine indiziert hat. Und eine Idee, wie man das schätzen könnte, ist zu sagen, ich nehme mir mal zwei möglichst unabhängige Wörter. Okay, wir wissen, Wörter sind nie so wirklich unabhängig, aber wir nehmen zwei, die möglichst unabhängig voneinander sind und sagen, ich frage mal die Suchmaschine nach dem relativen Anteil des einen Wortes und dem relativen Anteil des anderen Wortes und weiß dann, wenn ich quasi Einzelwörter frage und nach dem relativen Anteil beider zusammenfrage, einen folgenden Zusammenhang, dass nämlich die Größe der Kollektion insgesamt die Anzahl der Dokumente ist, die das Wort 1 enthalten, mal die Anzahl der Dokumente, die das Wort 2 enthalten, durch die Anzahl der Dokumente, die beide enthalten. Also das ist so dieser Zusammenhang, den ich da ausnutze, dass ich frage, was ist die gemeinsame Wahrscheinlichkeit und was sind die einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich die jeweils umstelle, also hier P von W1 ist ja DF von W1 durch Dokumentanzahl. P von W2 ist DF von W2 durch Dokumentanzahl. P von W1 und W2 ist DF von W1 und W2 durch Dokumentanzahl. Dann kann ich also das nach D umstellen und bekomme diesen Zusammenhang direkt zurück. Was brauche ich jetzt also? Ich brauche eine Schätzung von der Suchmaschine, wie viel Treffer für das eine Wort, wie viel Treffer für das andere Wort und wie viel für beide zusammen. Wenn ich den Schätzungen vertraue, kann ich dann damit tatsächlich abschätzen, was insgesamt rauskommt. Und das mache ich jetzt nicht nur für ein Paar, sondern damit es ein bisschen stabiler wird, mache ich das natürlich für viele Paare, aber idealerweise viele Paare von jeweils unabhängigen Termen. Für das GOV2-Beispiel, wenn ich da mal die exakten Werte ansetze und sage, okay, ich nehme mal Tropical und Lincoln, also Lincoln als der Präsident gemeint, hat wahrscheinlich nicht viel miteinander zu tun. Naja gut, es gibt immer noch 3000 Dokumente, die beides enthalten, aber es gibt viel mehr, die jeweils jeden Term allein enthalten. Dann schätze ich mit diesen drei Werten, die tatsächlich in dem Fall die exakten Werte sind in der GOV2-Kollektion, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Schätzungen sind, die mir Google sozusagen zurückgibt oder Bing oder DuckDuckGo oder so als Anzahl der Treffer für Tropical, für Lincoln und für Tropical Lincoln. Dann würde ich schätzen, dass die Kollektion ungefähr 31 Millionen Dokumente groß ist. Tatsächlich ist sie 25 Millionen Dokumente groß. Ist jetzt gar nicht so weit daneben. Und wenn man das jetzt eben nicht nur für ein Paar macht, sondern für viele
unabhängige Paare von Wörtern, von unabhängigen Wörtern, möglichst unabhängigen Wörtern, dann kann man das ermitteln und dann hat man wieder sozusagen dieses Wisdom of the Crowd, diesen Wisdom of the Crowd-Effekt, dass man sagt, naja, wenn ich Mittelwert aus vielen bilde, dann komme ich wahrscheinlich näher an den tatsächlichen Wert ran, auch wenn meine einzelnen Messungen alle nicht so exakt sind. Und man hätte dann die Hoffnung, dass man eben nah an diese 25 Millionen rankommt. Es gibt tatsächlich jemanden, der das für die Größe des Webs sozusagen macht und fragt, naja, was indizieren denn so die großen Suchmaschinen, beziehungsweise was der gemacht hat früher, van den Bosch. Der hat also auf World Wide Web Size.com immer mit dieser Art Methode, dieser Proportionalitätsschätzung versucht rauszukriegen, wie groß ist denn das eigentliche Web. Und was hat er mit der Proportionalitätsschätzung gemacht? Er hat also gefragt, was gibt mir denn die Suchmaschine für eine Schätzung zurück, für eine gegebene Zahl, für ein gegebenes Wort und in der Referenzkollektion, also beispielsweise ein großer statischer Crawl, sowas wie CLUVIWEB 09, CLUVIWEB 12 oder so, da weiß ich ja, oder GOV2, da weiß ich ja, wie häufig kommt der Term tatsächlich vor. Und jetzt kann ich sagen, ich gehe davon aus, dass der Term in der Kollektion, die ich schätzen will bei der Suchmaschine, genauso häufig, genauso relativ einen Anteil ausmacht wie in der Kollektion, die ich kenne. In der Kollektion, die ich kenne, weiß ich, wie oft kommt der Term vor. Ich weiß, wie groß ist die Kollektion. Und jetzt frage ich eben die fremde Suchmaschine, wie oft schätzt du denn, kommt der Term bei dir vor? Also was für eine Dokumentergebnismengengröße kannst du mir zurückliefern? Und damit versuche ich jetzt die eigentlich versteckte Größe, also die Größe der indizierten Dokumentkollektion bei sowas wie Google oder Bing zu schätzen. Und das hat er eben auch analog zu dem tatsächlichen, was wir uns eben angeschaut haben, nicht nur für ein Wort gemacht, sondern eben über viele Wörter dann gemittelt und so monatlich oder halbmonatlich versucht mitzuplotten. Und was man da rauskriegt, ist, dass man eben sieht, okay, die Schätzung für Google und Bing, die schnipsen tatsächlich so ein bisschen hin und her. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass die eigentlichen Indexe plötzlich mal viel kleiner geworden sind, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass da so bestimmte Updates passiert sind, wo Google viel aus dem Index geschmissen hat oder plötzlich irgendwie ein Index-Update viel dazugekommen ist, was dann dazu führt, dass der Unterschied zwischen Google und Bing eben mal größer und mal kleiner geworden ist. Und eben zu bestimmten Zeitpunkten kann man dann auch noch bestimmte Ereignisse damit verbinden. Also beispielsweise war irgendwann mal MSN-Suche, das war der Vorgänger von Bing, nicht da, deswegen ist da quasi nichts, kommt da nichts zurück, als er das versucht hat zu schätzen. Oder dann gibt es halt auch eine ganze Menge Updates, die Panda-Updates, die waren damals ganz, ganz wichtig, so in den 2010er Jahren, Anfang 2010. Und bei Google, wo dann plötzlich mal die Indexgröße, die Schätzung sich dramatisch sozusagen verändert hat. Aber man sieht, wenn man zurückblättert, der Google- und Bing-Index, die sind schon ein paar Milliarden groß, also die indizieren schon mehrere Milliarden Dokumente und manchmal sind sie ungefähr gleich groß, manchmal ist halt Google ein ganzes Stück davon weg, manchmal gibt es halt irgendwelche Ausfälle, da ist plötzlich gar nichts da und manchmal ändern die vielleicht auch einfach die Schätzung, die sie zurückliefern, die sie intern vielleicht selber so schätzen, wie wir es uns hier angeschaut haben, dass man, sorry, wie wir es uns hier angeschaut haben, dass man also so diese gemeinsame Wahrscheinlichkeit irgendwie nimmt, um dann eine Schätzung zurückzuliefern. Und diese Schätzung hat ja dann van den Bosch sozusagen mitbenutzt, weil er sich auf die verlassen hat und gesagt hat, okay, dieser Wert DF von W in der Dokumentkollektion D, das ist das, was mir die Suchmaschine schätzt, den nehme ich mal für bare Münze und setze den ein. Die einzigen Werte, wo ich mir echt sicher bin, dass sie richtig sind, sind diese beiden hier. Und mit dieser Schätzung versuche ich dann das zu schätzen. Und am Ende kommt halt sowas raus. Man kriegt so eine Idee, okay, die indizieren schon mehrere Milliarden Seiten. Nicht irritieren lassen, hier steht ja Billion auf Englisch, amerikanisches Englisch, also damit meint man auf Deutsch dann Milliarden. Das ist schon eine ganze Menge, 50 Milliarden hier mal eine Zeit lang, danach ging es wieder runter, wieder hoch. Ja, van den Bosch hat dann irgendwann quasi diese Statistiken auch nicht mehr abgedatet. Man geht davon aus, dass also die großen Suchmaschinen viele Milliarden Seiten tatsächlich indizieren. Ja, so viel zu dem Teil. Im nächsten Teil werden wir uns dann damit beschäftigen, nicht nur was statistisch mit Texten passiert, sondern wie man tatsächlich Dokumente parst, um dann also Indexterme draus zu bekommen und schauen uns da sowas wie Stopworte und Stemming-Lemmatisierung genauer an. Danke erstmal.